Hallo! Urgeschmack wird diese Woche 5 Jahre alt. Und deswegen geht es in diesem Video um Urgeschmack und um euch. Ich möchte mich bei euch allen bedanken für die E-Mails, für die Kommentare, für die Unterstützung, für die Treue, die ich von euch über die Jahre erhalten habe. Und es gibt kaum Worte, mit denen sich das fassen lässt, diese Dankbarkeit, die ich da empfinde. Urgeschmack ist entstanden, nachdem ich selbst eine Ernährungsumstellung durchgeführt habe, sehr erfolgreich, und damit anderen Menschen helfen wollte. Das hat angefangen mit Videospielen. Ich war bis vor 5, 6 Jahren Vollzeit-Videospielentwickler und habe in dieser Zeit, die ich da gearbeitet habe, Gewicht zugelegt. Nicht besonders viel. Die Geschichte ist auch alt, die habe ich vor ungefähr einem Jahr, glaube ich, schon mal zum Besten gegeben. Unter diesem Video wird es einen Link dazu geben. Ich habe jedenfalls sehr erfolgreich meine Ernährung umgestellt und für mich eine gewaltige Transformation hinter mich gebracht. Das war vor ziemlich genau 5 Jahren, deswegen auch dieser heutige Geburtstag. Und da habe ich mich entschieden, das Wissen, das ich erlangt habe, und die Erkenntnisse zu sammeln und weiterzugeben. Und daraus ist Urgeschmack entstanden und immer weiter gewachsen bis zum heutigen Zeitpunkt. Und dank euch, dank den Zuschauern und den Lesern, konnte ich mir auf diese Weise einen Traum verwirklichen. Und um meinen Dank auszudrücken und was wiederzugeben, versuche ich mit diesem Video eine kleine Anleitung zu geben, wie man seine Träume und seine Ziele verwirklicht. Ob das nun ein bestimmtes Zielgewicht ist, das ich erreichen möchte, eine bestimmte Menge Körperfett, die ich abbauen möchte, oder ob ich mir eine bestimmte Reise finanzieren können möchte oder meinen Job hinschmeißen, um mich selbstständig zu machen. Alles möglich, das sind alles Ziele und das sind alles Dinge, an denen man arbeiten kann. Und mir ist das in der Vergangenheit sehr oft gelungen. Und es ist nicht immer nur Glück. Es gibt bestimmte Dinge, die man tun kann, um sich auf diesen Weg zu begeben. Das Wichtigste ist natürlich, das Ziel überhaupt erstmal zu haben. Und das Ziel muss fest und greifbar sein. Es gibt den Spruch, wer nicht weiß, wo er hin will, kann auch nirgendwo ankommen. Das stimmt weitgehend. Natürlich kann man irgendwo ankommen, aber wenn man einfach nur losfährt und sagt, ich gucke einfach mal, wo ich ankomme, dann kann es sehr schnell passieren, dass man im Kreis fährt oder bestimmte Stellen immer wieder besucht, ohne wohin zu kommen, wo es einem gefällt. Man muss ein festes Ziel vor Augen haben und dieses Ziel sollte meiner Meinung nach seinen Ursprung in sich selbst haben und nicht in dem, was andere Menschen über mich denken oder was andere Menschen in mir sehen. Ich halte es nicht für sinnvoll, ein Ziel erreichen zu wollen, damit ich mehr Ansehen bei anderen Menschen habe. Ich halte es auch nicht für sinnvoll, ein Ziel zu haben, damit ich dann mehr Geld habe, weil Geld sollte letztlich nur Mittel zum Zweck sein. Und es kann nötig sein und es kann Teil des Ganzen sein. Es geht nicht darum zu sagen, Geld ist Unfug, niemand braucht Geld. Das stimmt nicht, wir brauchen ein Dach über dem Kopf, wir brauchen was zu essen. Aber Geld ist, wie ich schon sagte, nur Mittel zum Zweck. Es ist Teil des Ganzen und es kann sehr schnell und einfach Teil des Ganzen werden, wenn man sich selbst darüber klar ist, was man eigentlich möchte. Genauso wichtig wie das Ziel selbst ist also der Grund für dieses Ziel. Man sollte es meiner Ansicht nach immer für sich selbst tun. Auch Nächstenliebe kann man für sich selbst tun, weil man sagt, ich habe Freude daran, anderen Menschen eine Freude zu bereiten. Es geht mir darum, dass man sich nicht davon abhängig macht, was andere über einen denken, weil darauf hat man keinen Einfluss, niemals. Und wenn ich mein Glück davon abhängig mache, was andere über mich denken oder was andere über mich sehen, kann ich am Ende nur unglücklich werden, denn ich kann es nicht beeinflussen. Ich kann andere Menschen nicht steuern. Es ist also wichtig zu wissen, was man will. Viele Menschen wissen das nicht. Und genauso wichtig wie zu wissen, was man will, ist zu wissen, was man nicht will. Das mag merkwürdig klingen, aber es ist unglaublich wertvoll, viele Dinge auszuprobieren und herauszufinden, dass man sie nicht mag, dass sie einem nicht gefallen. Denn das klärt den Blick, das räumt den Weg frei. Das Leben vieler Menschen ist sehr voll mit allen möglichen Gedanken und Ideen und Überlegungen und Ängsten. Und vor diesem Riesenhaufen, den sie zu einem Berg auftürmen, stehen sie und sie wissen nicht, wie sie weitermachen sollen. Wenn man hingeht und die Dinge entfernt, bei denen man genau weiß, das ist es nicht, das ist nicht mein Weg, kann man diesen Berg immer weiter verkleinern und ihn zu einem kleinen Hügel machen und ihn dann mühelos besteigen. Wichtig dabei ist auch die Erkenntnis, dass man nicht eine Sache für den Rest seines Lebens machen muss oder sein ganzes Leben lang. Die Idee, dass man sich mit 15 oder 16 für einen Beruf entscheidet, dann die Ausbildung macht und in diesem Beruf 40, 50, 60 Jahre arbeitet, ist Wahnsinn. Das kann man machen, man kann da viel Freude dran haben. Aber wir wissen nicht, was morgen passiert, wir wissen nicht, was nächstes Jahr passiert, wir wissen nicht, was in 10 Jahren passiert. Gerade heute, die Zeiten ändern sich immer schneller, die Situation auf der Welt ändert sich immer schneller. Wir wissen nicht, was in 10 Jahren passiert und entsprechend können wir uns auch nicht wirklich darauf vorbereiten. Und beim Beruf ist es genauso. Es gibt keinen Grund,
unbedingt immer in jedem Fall seinen Beruf für den Rest seines Lebens beizubehalten. Es gibt unzählige Möglichkeiten, den Beruf zu wechseln, in eine ganz andere Richtung zu gehen, ob als Quereinsteiger oder als Praktikant noch einmal oder mit einer neuen Ausbildung. Und es gibt auch viele Fälle, in denen es Berufe einfach nicht mehr gibt, in denen sie sich aufgelöst haben, in denen sie redundant geworden sind, durch Automatisierung zum Beispiel. Wenn man sich das klar macht, merkt man auch ganz schnell, dass die Entscheidung, die man da trifft, gar nicht mehr so unglaublich schwerwiegend ist. Es geht ja nicht mehr um die Entscheidung für das ganze Leben, sondern es geht um die Entscheidung für das Jetzt. Was mache ich jetzt erstmal? Was kann ich jetzt tun? Und dann schaue ich mir das an und als nächstes überlege ich dann, ob ich das weitermachen möchte oder nicht. Es geht um das Jetzt und das ist der nächste wichtige Punkt. Es geht nur um genau jetzt und nicht um gestern und nicht um morgen. Wir können nicht wissen, was morgen passiert, was übermorgen passiert und was in der Vergangenheit passiert ist, können wir nicht mehr ändern. Etwas ändern können wir immer nur genau jetzt. Und es bringt nichts, Dinge immer weiter vor sich herzuschieben und zu sagen, wenn ich dann mal Geld habe, dann kann ich diese Reise antreten. Oder wenn ich dann mal genug Zeit habe, kann ich mich fortbilden und einen anderen Beruf anfangen. Oder wenn ich dann mal aus dem und dem Verein raus bin, habe ich abends endlich genug Zeit, mein eigenes kleines Geschäft aufzubauen. Das gibt's alles nicht. So schiebt man Dinge immer weiter vor sich her. Und möglicherweise stirbt man, bevor man sie angegangen ist, weil man immer diese anderen Sachen vor sich hergeschoben hat. Das sind Ausreden, weil es natürlich auch Angst macht, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und selbst sein Leben zu verändern und Verantwortung zu übernehmen. Der nächste wichtige Punkt, Verantwortung für sein Leben übernehmen. Es geht also um das Jetzt, um darauf zurückzukommen. Es geht darum, jetzt anzufangen, das zu tun, was ich wirklich machen möchte. Natürlich kann ich nicht jetzt sofort alles vollständig umsetzen, aber ich kann nur genau jetzt anfangen und nur genau jetzt daran arbeiten. Wenn ich eine Vision habe, eine Vorstellung, einen Traum, dann ist das mein Traum und ich kann nicht erwarten, dass andere Menschen meine Träume für mich verwirklichen. Ich muss es selbst machen. Es gibt viele Tipps, wie man damit anfangen kann. Die würden den Umfang dieses Videos sprengen. Einige Tipps, die ich am Anfang Menschen, die danach fragen, gerne gebe, ist, schmeiß den Fernseher raus. Der Fernseher verbreitet nur Angst und Unzufriedenheit. Er strahlt Werbeclips aus, die Unzufriedenheit verursachen, weil man weiß, dass unzufriedene Menschen nun mal nicht glücklich sind und entsprechend mehr kaufen. Und er verbreitet Angst, weil er ständig zeigt, wie furchtbar die Welt ist und wie furchtbar sie sein kann und dass man sich unbedingt noch mehr Sicherheit kaufen muss. Wichtiges Thema, das da dran hängt, keine Sorgen haben, keine Angst haben vor der Zukunft oder vor dem, was morgen passiert. Wir wissen nicht, was passiert. Es kann immer was Schlimmes passieren und es wird immer was Schlimmes passieren. Aber egal, wie viel Angst wir haben oder wie viel Sorgen wir haben, es wird so oder so passieren oder eben nicht passieren. Und wenn wir den ganzen Tag Angst haben, erhöhen wir die Wahrscheinlichkeit, dass es uns wirklich negativ beeinflusst. Und dann ist wichtig, Prioritäten zu setzen, sich im Klaren darüber zu sein, was mir wichtiger ist. Ist es mir wichtiger, mich jeden Abend vor die Konsole, vor den Fernseher zu setzen und zu zocken? Oder möchte ich wirklich weiterkommen mit meinem Klavierspiel zum Beispiel? Oder möchte ich weiterkommen mit meinen persönlichen Beziehungen? Oder möchte ich mehr lernen über Biologie? Man muss sich selbst darüber klar sein, was einem eigentlich wichtig ist. Ist man bereit, diese Sache umzusetzen und etwas dafür zu tun? Denn umsonst ist nun mal nichts. Oder ist es einem wichtiger, sich zu entspannen und gar nichts zu tun? Oder zu glauben, sich zu entspannen und sich berieseln zu lassen. Noch einmal, eure Träume gehören euch selbst. Es sind eure Vorstellungen, eure Visionen und niemand anders ist dafür zuständig, eure Träume umzusetzen. Sich das klar zu machen, ist auch wieder sehr wichtig, weil man sich dann darüber im Klaren wird, dass man selbst für sein Leben verantwortlich ist. Man hat die Möglichkeit, das Recht und das Privileg, selbst Verantwortung für sein Leben zu übernehmen. Die Tatsache, dass man einige Dinge im Leben einfach selbst machen muss, hat dazu geführt, dass ich irgendwann mein Metal-Album selbst und allein aufgenommen habe. Das habe ich Anfang letzten Jahres veröffentlicht. Das ist übrigens das Cover. Man kann nicht darauf warten, dass dann die passenden Musiker zusammenkommen und alles für einen machen und dann auch das passende Tonstudio kommt und der richtige Toningenieur, der den guten Sound macht. Man muss bestimmte Dinge einfach selbst machen. Mit den Tipps aus diesem Video habe ich sehr viele meiner eigenen Ziele erreicht. Ich bin damals Videospielentwickler geworden, da habe ich mein eigenes Album veröffentlicht. Ich habe mit Urgeschmack eine unglaublich große und sehr treue, wertschätzende Leserschaft, die ich regelmäßig erreiche. Ich bin dafür unglaublich dankbar. Viele Menschen sagen, das ist alles nur Glück und das ist alles nur eine Chance, die du zufällig gehabt hast. Ich denke, solche Dinge umzusetzen erfordert durchaus zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, aber es erfordert auch die richtige Vorbereitung und die richtige Einstellung. Ich kann mich nicht einfach irgendwo hinstellen und erwarten,
dass das Glück vorbeikommt und ich den Erfolg habe, den ich haben möchte oder mir der Wunsch erfüllt wird, den ich erfüllt haben möchte. Ich muss mich selbst darauf vorbereiten, mit meinen Fähigkeiten, mit dem, was ich lerne, mit dem, was ich über die Welt weiß und bereit bin aufzunehmen. Und ich muss auch die entsprechende Einstellung mitbringen. Ich kann nicht den ganzen Tag negativ herumlaufen und sagen, die anderen haben alle immer viel mehr Glück und die anderen haben es besser und die anderen haben bessere Chancen. Das gibt es alles nicht. Chancen gibt es jeden Tag, Möglichkeiten gibt es jeden Tag. Man muss auch die Einstellung haben, sie als solche zu erkennen und nicht jede Niederlage als solche unbedingt hinnehmen, sondern immer auch versuchen, die positive Seite daran zu sehen. Natürlich ist nicht mal alles Friede, Freude, Eierkuchen. Natürlich gibt es auch mal Leid und Dinge gehen schief, jeden Tag. Leid und Freude gehören zusammen im Leben. Daraus besteht das Leben. Was mir sehr hilft, ist die Ansicht, dass wir Menschen, die Tiere, die Pflanzen, alles um uns herum aus der gleichen Materie besteht. Kohlenstoff, Sauerstoff, Stickstoff und so weiter. Ich kriege die sechs gerade alle nicht zusammen. Es sind die gleichen Stoffe, die in allen Dingen stecken, die gleichen Atome, die gleichen Moleküle. Wir sind der Sternenstaub. Wir alle sind zusammen aus dem Urknall entstanden. Wir alle sind Bestandteile aus dem gesamten Universum von Meteoren, Asteroiden, Planetenresten und so weiter. Es ist alles das gleiche Material. Wir sind eigentlich alle eins. Die Separation, die wir vornehmen, das macht einen Teil in unserem Kopf. Und das ist ein Problem für viele Menschen. Es wird eine Art Krankheit, weil sie immer stärker sich selbst separiert von der Welt sehen. Tatsächlich sind wir aber alle eins. Das ist eine Erkenntnis, die mir im Leben sehr stark weiterhilft. Ich hoffe, das hat euch was gebracht, euch motiviert, euch ein bisschen Inspiration gegeben. An dieser Stelle kann ich nur noch mal sagen, vielen, vielen Dank für 5 Jahre Urgeschmack. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.